So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung heute. Heute stelle ich die Mod Dynamic Lights vor. Die hat den Vorteil, dass wenn man eine der Gegenstände, die ich eben in der Leiste unten von 3 bis 9 habe, eben damit die leuchten, wenn man in der Hand hält, kann ich hier mal zeigen. So, die Fackel, Redstone Fackel, Glowstone, Jack-O-Lantern, Glowstone Dust, Redstone Dust und Lava Eimer. Ihr seht, dass die unterschiedlich hell sind. Also Lava Eimer ist zum Beispiel heller als Redstone. Ist ja auch klar. Ja. Wenn man das hinwirft und ich es aus der Hand nimmt, dann leuchtet es auch. Ich habe keinen neuen Skin. Nur heute ist 1. April, heute wurden die Skins von den Villagern übernommen. Weswegen alle heute so einen Skin haben. So, wenn ich es natürlich aufnehme, ist das Licht natürlich wieder weg. Wenn ich jetzt ein Tier schlage oder irgendein Mitspieler schlag, habt ihr gesehen, wenn der brennt. Oh. Hier waren noch mehr Kühe. Da ist noch eine Kuh. So, ihr seht, dass die Umgebung jetzt hell ist. Ja. Und ist halt geschickt für eine Höhle. Ich suche mal kurz eine. Ach ja, wenn ihr L drückt, dann könnt ihr Dynamic Lights ausschalten. Das heißt, wenn ihr dann eine Fackel in der Hand haltet, dann gibt es jetzt keinen so einen Lichtbogen oder keinen eben so einen Lichtkreis um euch herum, sondern es ist wie in Vanilla Minecraft ohne die Mod. Wenn ihr wieder L drückt, dann schaltet ihr die Mod wieder an und es funktioniert alles, wie eben die Mod es erlaubt. So, da drüben sehe ich dank der Map was. Oh, Diamonds. Ja, guck, ich kann es halt hier schon ausprobieren. Guck, wenn ihr jetzt in der Höhle seid, dann müsst ihr nicht dauernd irgendwelche Fackeln setzen. Alter, ich werde leicht verwirrt wegen des Resource Packs. Okay, hier ist jetzt Lava. Aber jetzt gehen wir in den Bereich ohne Lava und ihr seht, ihr braucht nur die Lava in der Hand zu halten und wisst und seht schon alles eben. Wenn ihr halt kurz das abbaut, könnt ihr ja kurz eine Fackel setzen. Hier einen Block abbauen und dann eben die Fackel wieder abbauen und dann habt ihr ja trotzdem noch hell. Also natürlich dann nicht mit der Fackel abbauen, sondern hier so mit der Hand. Und dann könnt ihr, oder eine Fackel auch kurz hinwerfen oder so. Wie auch immer. Ist ja dann hell. Ja, das war es eigentlich schon mit der Mod. Das ist eine kleine Mod, die aber eigentlich ganz nützlich ist. Ja, und dann die Installation kommt jetzt gleich hinten dran. Ja, und wem die Installation schon klar ist, dem danke fürs Zuschauen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Yeah, Diamonds. Also bis gleich. Also, hallo, jetzt sind wir hier bei der Installation von Dynamic Lights. Ihr geht hier auf die Seite, die unten auch verlinkt ist, und dann einfach hier für 172 der Download. Ihr braucht Forge, wie man Forge installiert, müsstet ihr eigentlich wissen. Wenn ihr es nicht wisst, gab es ja schon mal ein Video, das auch unten in dem hört man mich? Ja, dich hört man, Jan. Jan ist auch im TS so dabei. Wenn ihr auch mal auf den TS kommen wollt, geht auf den Kanal bei Über uns, da steht der. Der ist aber nicht 24/7. Bei Über uns? Ja, bei Über uns. Was? Egal, also ihr geht hier drauf. Dann kommt ihr auf die Adfly-Seite. Dann ladet ihr das runter. Dann ist da viel Werbung. Ich hätte einen Adblocker vor kurz reinmachen sollen, damit man die jetzt nicht sieht. Ah, nee, aber du kriegst Cash natürlich wieder von den ganzen Firmen, also. Ha? Ja. Diese Website ist nicht verfügbar. Ah, jetzt. Okay, läuft, dann lädst du das Archiv runter. Warte, ich lösche mal das andere kurz alles. So, jetzt habt ihr hier das Archiv. Normalerweise sieht man die Sachen ja einfach hier in den bei .minecraft, also kommt man ja hin über den Befehl hier einfach %appdata %/.minecraft. Dann sieht man die ja einfach in den Mods-Ordner von Forge rein. Hier muss man allerdings das erstmal mit Zip oder so. Ja, ich entpack's mal mit 7-Zip. Ihr könnt da WinRAR oder sowas nehmen. Was auch immer als ihr ein Packungsprogramm habt.
Und dann habt ihr hier jetzt README for Development und Mods. Und dann nehmt ihr aus Mods einfach Dynamic Lights 172. Das könnt ihr reinmachen laut der README-Datei, aber also wenn ihr Dynamic Lights 172 reinzieht, ist die Beleuchtung eben alles drin. So, dann startet ihr mal schnell Minecraft. Welche Version? 172. Forge okay. Gibt's ja nicht. Neuer, also in der neueren Version, und die Mod gibt's auch. Oder die Mod kann ja dann nicht in der neueren Version sein, wenn es die für Forge nur in 172 gibt. Okay. Ja, du kannst kurz eine Story erzählen. Also hier dann auch Forge auswählen und hier Forge 172 natürlich. Und jetzt darfst du erzählen. Wasser? Okay, Ich hoffe, dass man dich einfach hört. Musste mich gerade eben muten, Alter. Ich habe mich nicht mehr zusammenreißen können. Doch, ihr seht ja hier, Windows 7 wird euch aufgenommen. Normalerweise müsste man ihn hören. Aber warte. Sag mal was. Hallo! Ja, okay, es gibt einen Ausschlag in Bandicam. Also, so bei Mods findet ihr jetzt auch hier ganz viel Dynamic Lights für die verschiedenen Sachen einfach. Ich weiß nicht, warum das jetzt als einzelne Mods hier aufgelistet sind, aber auf jeden Fall, jetzt kommt Minecraft Musik. Auf jeden Fall seht ihr eben, dass Dynamic Lights installiert ist, und wenn ihr jetzt in die Welt geht von vorhin. Ich nehme die Installation gerade davor auf, aber die kommt ja erst dahinter hin. Kann sein, dass die Weltwoche anders aussah. Wenn ihr sie wollt, könnt ihr sagen, kann ich sie hochladen. Und ihr seht jetzt hier, dass in meinem Umkreis eben hell ist. Und ich finde es immer noch so geil damit heute, einfach weil 1. April ist. Haben die als April-Scherz damit die Villager die Minecraft-Server übernommen haben. Und Jan hat ja gerade den coolen Sound gemacht, das machen wir jetzt. Warte, ich mach das rein kurz. Das Soundpack von Element Animation. Nein, das übertrumpft mich dann. Ach so, ja. So, dann Mach's rein. Ja, dann gehe ich mal hier kurz hoch und lass ihn mal fallen. Warte, ich mach erstmal kurz Mobs aus. Ich will nicht, dass ich von denen angegriffen werde. Klick. So, Game Mode 0. Okay. Ja, das war's eigentlich schon alles mit der Installation. Wenn ihr jetzt natürlich noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Vorschläge für weitere Mods habt, dürft ihr es auch in die Kommentare schreiben. Dann kann ich mal schauen, wie das geht und so, und erklären dann auch. Bleib Botpack. Dann Jan will ja. Ich muss ja nicht sagen, was du sagst. Ja, das will Jan noch. Also ja, ihr müsst ganz viele Sachen in die Kommentare schreiben. Viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Tutorial oder Mod-Vorstellung oder zum nächsten Video. Schaut mal ein Let's Play an. Da kommt morgen kommt ein Infovideo und am Samstag kommt dann die erste Folge seit langem wieder. Auch wenn die Qualität da noch nicht so gut ist, weil es einfach schon vor ein paar Monaten aufgenommen wurde. Aber bald wird die Qualität dann besser. Also gut, dann danke fürs Zuschauen und tschüss. So, links geht's jetzt noch zur letzten Mod-Vorstellung von der Shader-Mod und von den verschiedenen Shader-Packs. Und rechts geht's zur Mod-Vorstellung von Forge, das ihr auch braucht für die Shader und auch für das jetzt, also für die Dynamic Lights. Okay, tschüss.